Life, sind nicht so. Klappt alles. Dann gehe ich mal gucken, ob mein YouTube-Kanal LuxDico, ob ich da schon angewiesen gehen. Ja. Funktioniert ein Ton? So. Ja. Ein Ton scheint zu funktionieren. Fredle Monegask, salut. Hey, hast du mich? Ah. Ja. Schon drei Leute gucken. Moja Michel. Moja Lassoir. Hey, Dienisch. Sarah. Moja Jérôme Alessandrei. Ja. Mohamed Aisha, salut. Ah, das fand ich flott, wenn der Angelo unter den Namen mal so. Das ist ja Sinn und Zweck von dem Ganzen. He. Lass was ich Michel mal. Sarah schreibt, ja, ich erinnere dich. Mohamed Aisha hat mich auch. Perfekt. Merci, dass ihr nicht vergisst. Der Teil ist der Nummer 24. Und heute habe ich keine Invite. Wir haben schon ein volles Programm. Ich hoffe, es gefällt euch. Moje Barbara. Ja, hier sieht ihr eine Grafik. Mein Logo, Jérôme Lulling, Letzebüch Lehrer, mit Jérôme Lulling seine Videolektionen. Ich gehe schon mal lang hier auf YouTube Videolektionen. Also ich gehe cool mit Videolektionen. Ich meine, ich habe 2007 nochmal da angefangen. Moin Amadou, moin Katja. 15 Leute sind da, perfekt, vielmals merci, dass ihr nicht vergisst. Ma, da proposieren ich, dass ich Louis aufhängen am Kur. Ne? Also, das ist der Kur vom 8. April 2020. Moje, wie geht es? Alles an der Reihe. Merci, dass ihr nicht mitmacht. Diese Video-Chat ist für jederin, die ich ja letzte Woche schlägt. Ja. An der Ostervakanz organisieren ich all deren Atelier, ein Workshop. Wir schaffen also nicht mit einem offiziellen Programm oder Buch. Eier, ja, aufgepasst, ich finde den Heeschnapp. Ich muss die ganze Zeit nähen. Rhume de foin, hay fever auf Englisch. Ich hoffe, dass du nicht schon hast, nicht der Corona. Ja. Oh, schon 20 Leute. Moin, Mohamed Raoui. Sarah schreibt, kein Problem. Mad oder ohne Invite, das ist egal. Oh, schon aber lieber ein Invite. Das muss ich halt eine Stunde lang immer schwätzen. War aber flott gestorben am Christin. Ich muss gucken. Das ist mal etwas Pfannen, eine Rubrik, da sehen sich mittags vielleicht halt gesagt. Auch mit Steffi, mit Tessie, mit Marco. Und vielleicht auch ein paar Schüler. Und Alexander war ja schon ein paar dabei. Moin, Waffa, Lachsoir. Ding Lektion ist ein Highlight vom Tag. Oui. Merci. Moin, Domenico. Du bist nicht da. Merci.
Ja, du wolltest erst nach etwas so oder weisen statt vergiss. Ah, oh, das ist egal. Ah ja. Ich darf nicht vergessen, Reklame zu machen auf Facebook. Also, da das dann Videochat. Oh, ich mache noch nachher nur Reklame auf Twitter. Mir auf Twitter habe ich nicht viel Followers. Da sind nicht viele Leute, die das gucken. Voilà. Moja, moja Giselle, moja Fatia, moja Clementine. Das ist eigentlich Clementine. War egal. Ja, also, wie geht es weiter? Mögliche Sujets. Ich teile den Kurs hier, oder den Workshop an zwei Partien an oder ob. Ich teile das ob an zwei Partien. Einke Grammar und einke Vokabeln. Für die Grammar haben wir schon gesehen, eine ganz reihe Sachen. Den Artikel haben wir gemacht, Adjektiv haben wir gemacht, den Genre, Maskulin, Feminin, Neutre, den Indikativ, Präsent. Andere Sujets, die noch bleiben, wären der Pluriel, Dativ, Akkusativ, Mouvement, Position, Passé, Composé, Konditionell, Passiv. Oh Mann, das ist noch so viel. Ich meinte doch, dass es Sinn, dass in all der etwas Neues mischt. Das hat man schon bis jetzt gesehen und kann ich noch immer nicht trainieren mit anderen Exerzissen. Ja, und dann den zweiten Teil, das ist das Vokabular. Du hast auch schon gesehen, Gesundheit, Vakanz. Gestern am Christin Literatur zu Lützeburg. Literatur, mit einem oder mit zwei T. Filme, Arbeit, Tagesauflauf, AKV, Sprachentest und so weiter. Also, du hast immer irgendetwas, was dir auffällt. Und ihr könnt mir natürlich auch gerne Ideen schicken. Dann mit engem Tee Literatur. Lalalala. So. 33 Leute, wen hast du dann halt noch alles da? Der Frederik, Mola Sissi, den Ismael, Badi Hind, den Alexander aus dem da, Melra was auch da, Michael will ein Krebs mit Filmen machen. Guck mal. Voilà, da fange ich weiter. Obertel.lu, also ein neues Sprachspiel raus, Nummer 560. Ich kopiere den ersten Link hier an den Chat. Sind noch ein paar Fragen von Christine dabei. Merci. Sprachspiel hat viel Success. Also, es sind ganz viele Leute im Moment, die am Internet all der Obertel.lu gehen und dann eben auch Sprachspiel gesehen und noch spielen. Wahrscheinlich ist es für die meisten einfach. Ja. Ich gehe mal mit. Und Christin Heinz, du für neue Frauen zu fangen. Neue Sujet. Moje Sarah Kungiu. De Fredle Monegask, wenn ihr es gesprochen hast. Effektiv. Können wir machen. Das ist mal nicht ganz syllabisch, weil die ist ja um Sitz von INL. Mehr effektiv. Kein Problem. Schön nach die nächste Woche auch Vakanz. Und dann der 4. Mai geht Schulremon. Wenn du nur der Vakanz, wenn erst den 20. April, dann schaffen wir mal ein Buch. Außer Freitag, Samstag, Sonntag. Dann machen wir im Atelier. So. Und ich genug Reklam gemacht. Oh ja, das hier ist auch ein flotter Link. Den schicken ich euch auch. Die Krude schaut. Oder Göster. Vom Salut Eva, Salut Sarah Kongio, Salut Natalia.
Ja, die Krudisch vom Sekretariat von der Gemeinde Lützburg Bürger Center vom Service Integration geschickt. Ich gehe auch für Gemeinde Lützburg. Schöne Bonjour und die ganze Equipe. Da werde ich bestimmt nicht vergessen. Melanie, Dester, De Paul, Chantal, Madame Kaiser. Ich hoffe, ich habe nicht vergessen. Sind noch immer Stagiaire dabei. Und zwar ist das eine Internetseite, da kann ich eine Visite virtuell machen, 360 Degree. Wie wenn du da wärst. Das sieht dann so aus, du da verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel Kasematten vom Bock oder Kathedrale an der Stadt Lützburg, Kathedrale Notre-Dame, Luxembourg-Ville. Ja, und da klickt da an den Hups, da du bannen. Und da könnt ihr erst drehen, könnt ihr alles schön gucken. Wie wenn da do wird. Schon ja ein Foto gewesen. Also, ich schwätze so komisch rein. So. Schon ein Foto gemacht von der Internetseite und ich weiß nicht, der Logo. Und zwar von der Kathedrale an der Stadt. Voilà. Das ist dann 360 Grad, wir sind da der Banner an der Mitte oder den Altar. Hier links, das ist normalerweise dann der Großherzog, die großherzogliche Familie sitzt. Hier oben jetzt ist der Chor am Dirigel. Und dann nur da durch nach Kamera führen der Kathedrale, Bannen an der Mitte, bei der Sortie. Und ich hoffe, dass wir für den Tedeum die Saal können da vorne sitzen, ja. Für die Oktave darf man ja anscheinend nicht da ran, soweit ich das verstanden habe. Moin Nicole, wie ihr seht, etwas formidable. Jolie Casquette, ein Shake-up. Ja, schon die anderen da drin von. Okay, also guck dir erst die Sit an. Ne? Nicole schreibt, je n'ai pas beaucoup de sang. Andiana, hast den Ton okay? Muss vielleicht schon Computer mir hart machen. Schon aber hier überall das Maximum. Scheren, aber auch einen guten Ton. Alexandre sieht für okay. Sorry, Nicole. Sus, guck, nein, Hanno am Replay. Da müssen Ton besser gehen. Voilà, also da das dann Visit virtuell, könnt ihr erst am Raum rundherum bewegen, wie wenn da do wird. Wunderschön. An der Güste, etwas gefragt über den isolierten S. Le S isolé. Es sind noch ein paar Leute, die hätten gerne die Dokumente, die ich halt weise. Das sind alles Tabellen aus meinen Büchern. Die können da kaufen. Was wollte ich noch sagen? Oder online aufschreiben, also da fand es auch an andere Bücher. Mit das Wort, das ist schön, dass man im Moment keine Online-Grammar und ein komplett Online-Grammar. Naja, also in S endlich Kalisch, und da habe ich Französisch, und hier drin also der Englisch, also das ist auf Französisch. Le S intercalé est une liaison euphonique qui apparaît devant le pronom du ou de. Du oder de ist das selbst, hein? Mais so nie de an der echter Position. Das geht nicht. Du ist ein du bist schön. Du siehst nicht du bist schön. Das geht nicht. Mais bei einer Inversion, wenn du froh ist, dann kann ich du oder de so. Und da sieht er hier.
Wann du das machst, da gehst du glücklich. Weil du da den S isoliert, isolierten S, 100 Wann auf 4 Runden. Si tu fais cela, tu deviendras heureux. Ich weiß nicht, ob du oder du glücklich bist. Je ne sais pas, si tu es heureux. Ich sehe Rosen, weil du nicht kannst. Je suis en colère parce que tu ne viens pas. Hier weißt du, dass du kannst. Ich sehe, dass du viendras. Ich weiß nicht, weißt du das machst. Je ne sais pas, comment tu fais cela. Hier weiß, wo ist der Bass? Il sait où tu es. Hat weiß, wen nies de kennst. Il sait quand tu viendras. Also, den S as do quasi obligatorisch, weil ich kenne keinen, der gegen so ein hat weiß, wen nie de kennst. Wir benutzen immens gerne den S, auch bei zusammengesagten Wörtern. Wir überliefern alle den S. Viel mehr essen, wie am Standarddeutschen. Also dasselbe ist noch ein Kehr auf Englisch. The intercalated S is a euphonic addition that appears before the pronoun du oder de. Wenn du das möchtest, dann bist du glücklich. If you do that, you will be happy. Ich weiß nicht, ob du oder de glücklich bist. I don't know if you are happy. Cause I'm happy, 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 happy. Gesehen da der Logans mit Tabelle so ein bisschen so ich mich groß machen, da kann ich ja da kann ich nee, da gesehen da wird gut nicht. Ich muss mich klein machen. Ich sehe Rosen, weil du nicht kannst. I am angry because you are not coming. Hier weißt, dass du kannst. He knows that you are coming. Ich weiß nicht, weißt du das machst. I don't know how you do it. Hier weißt, wo ist der Bus? He knows where you are. Hat weiß, wenn ist du kannst. She knows when you're coming. Pass auf, was du siehst. Be careful what you say. Nicole sagt, alors, je ne comprends pas. Den S oder den Ton? Da geht es eigentlich nicht viel. Zu verstehen. Das ist just, dass ich für um de Hummer gern den S. Und nicht nur bei den Klängen wir da, der hutten auch zum Beispiel 100 Substantive. Ich weiß nicht, was für ein Autos du hast. Je ne sais pas, quelle voiture tu as. I don't know what kind of car you have. Und du siehst da dann den S als isoliert. Ich kann den auch drüber nur denken, für den S und wo zu hängen. Das gesagt so komisch aus. Gesagt auch komisch aus von den Isolier, dass das war. Ich weiß nicht, mit wem es der bestört Bass. I don't know with whom you are married to. Je ne sais pas avec qui tu es marié. Ich weiß nicht, was für ein Hund du hast. I don't know what kind of dog you have. Und ich hatte ja schon von der Madame Dömer geschwärt. Sie hat sich auch mit dem Phänomen befasst. Und da fand er das um 100,7. Da könnt ihr das ein Kino lästern. Michelle Fischer, was heißt Euphonik? Den S. Si avant du, il y a un mot qui ne se termine pas par S. On le rajoute? Bah. Déjà, souvent, il y a un verbe. Et quand il y a le verbe, normalement, ça doit se terminer avec un S, quand c'est suivi par do. Quand c'est do, c'est le sujet du verbe. Est-ce que c'est dans tous les cas, à chaque fois, faudrait faire une analyse. Hein? Was ist euphonique? Je gucke nicht am Wikipedia nur. Das ist da wahrscheinlich eine mega komplizierte Erklärung. Le remplace que Badi le remplace que ich weiß nicht richtig was du dummer da meinst. Bon, das ist dann Geschichte vom S. Den am Lützebäuerschen eng
ganz wichtig Funktion hat. Also das nicht nur den N, den wegfällt, sondern wir hängen gerne den S für um de oder du weit wir da dabei. Das ist effektiv komisch. Ah, pleasing to the ear, Euphonik. Moja Basil. Ja, mir gerne es. Aber wie gesagt, das könnt ihr auch nur lesen an meinen Bücher, Verbentabellen auf Lützebäuerisch. Mit der französischen Übersetzung. Oder Verbentabellen auf Lützebäuerisch mit der englischen Übersetzung. Und die Gewerbsgeschäft von der Axel Lützebäuerisch. Für die englische Übersetzung als zuständig den Tom Weidisch und Christine Dury. Plus noch eine ganze Reihe anderer Membre von der Aktion Lützburg, die hier geholfen von dem Buch auch auf Englisch zu übersetzen. Mehr Informationen zu den zwei Büchern von der bonjour.lu oder beim ernster.com. Ja, Basil, fantastisch. Und dann, so ist noch ein froh? Nee? Da wollte ich ein kleines Rekapitulativ machen von dem, was wir bis jetzt gesehen haben. Wir haben über den Artikel geschwärmt, wir haben über die Adjektive geschwärmt, wir haben den Genre gesehen, männlich, weiblich, sächlich. Da wollte ich noch mal ein Exercice mit euch machen, wo dir da reagiert. Ja? Und zwar geht es um den Akkusativ, Komplement d'Objet direkt. Und ihr müsst ersetzen, entweder ein Neu, ein Neuen, ja? Passt auf, den N kann wegfallen. Oder erneut. Also, beim ersten, was schreibt er dann da? Veni, kaufst du dir our? Da sind wir mal gespannt. Warte, wenn ich die Nummer für drin, ne? Sonst kann ich es nicht verbessern. Okay. Moje Mola. Lach soir. Vergiss nur mal nicht, wann ich kliff. Veni kaufst du dir. Nummer. Denkt und Nummer, wann ich kliff. Nummer, Numero, 1, und dann 2, und dann 3. Das ist ein riesen Bulli. Thea, wenn ich kaufst du dir ein Lamborghini? Ja, Thea, das hängt von dir auf, gell? Was du mit Bücher kaufst, wenn zum Beispiel auch aus China gesucht wird, okay, wir machen Lützebäuerisch Nationalspruch aus China und all Chinesen müssen Lützebäuerisch lernen. Dann habe ich ganz sicher ein Lamborghini. Mit Schmengen Chancen ist die nicht besonders groß, dass sie aus China so ein Ah, oh, hi, Lützebäuerisch geht Nationalspruch aus China. Amerika ging auch schon gut, ne? Voilà, also, wenn ich gebe dir ein Neuauer, das weiblich. Nummer 2, was schreibt er dann da? A night, Lachsoir, a night, Natalia, Nabil, a night, Fatia, a night, richtig. Ah, das klappt jo. Und dann, Nummer 3. Also Haus, das ist neutre. Und Auer, das ist feminin. Wenn ich kaufst du dir? Das ist männlich. Ich wusste ja, dass es gegen eine Zahl eingesprungen ist. Wenn ich kaufst du dir ein neues Auto? Ja. Ah, was hat er dann da geschrieben?
Alexandre schreibt, Probabilität, dass Chinesisch offiziell Spruch zu Lützburg geht, ist mir groß. Kein Kommentar. Nummer 4. Wie kaufst du dir eine neue Küche? Ja, das ist weiblich. An der 5. Heute nach keinem der 5 geschrieben. Basil, das lesen ich noch nicht, was du geschrieben hast. Ich mache nicht. Wie nennt ihr das? Ich mache keine Politik. Ja? Ich schwätze nicht über die letzte Boyer Armee. Gefährlich. Oh, du hast einfach einen Fehler, Lassoir. Computer aus männlich. Und dann hast du, wenn ich kaufst du dir einen neuen Computer, ein entfällte Wäsch. Lassoir. Das ist ein Fehler. ein neuer Computer, richtig, Alexandre. Ne, Michel. Na, so ein Fehler, 5. Michel, das ist nicht ein neu. Das ist ein neuer Computer. Tipptopp. Merci, merci. Dann die nächste Verbesserung dann. Ich lese erst dann also die Lesung. Nummer 8. Wenn ich kaufst du dir ein neues Auto? Dir, das ist ein Dativ. Hein? A toi, to you. Wenn ich kaufst du dir ein neues Haus? Wenn ich kaufst du dir ein neues Auto? Wenn ich kaufst du dir ein neues Kitchen? Wenn ich kaufst du dir ein neues Computer? Voilà. Schaut ein bisschen mich schwer. Das ist das Prinzip, aber das hier mit dem Dativ. Dativ, Dativ, Dativ. Und du das Wort zwischen einem großen, oppassenden N, die kann wegfallen, an enger Großsach. Mal als Beispiel, ein schönes Night House. Matt. Einem großen Gart oder mit einer großen Gart? Ich bin mal gespannt, was er schreibt. Alle Prost, hä? An Donald Trump und ich gestern gelauscht, denn das ist schön Rosen, den Donald Trump, hä? Mit der WHO, World Health Organization. Ja, ich verstehe ja doch nicht so richtig, was da passiert das. Aber egal, also was schreibt er mal da schön? Also aufpassen, Lachswar, das ist lo, Nummer also lo 6, 7, 8. Lalalala. Mit einem großen Gart? Ja. Nee, Alexandre. Große, ohne N. Den N fällt weg. Guck, mit einem großen Gart, ja. Nicole, Prost. Mit einem großen Gart, ja. Sarah, mit einem großen, den Anfällt wasch. Ja, Gart ist männlich. Und dann das nächste, das Küche. Was schreibt er beim 7? Was schreibt aber am 7? Mit enger, großer Küche. Natalia, pass auf, das ist Nummer 7. 7.
enger großer Kichen, ja, das weiblich. Terras, der Nummer 8. Was schreibe ich da beim 8? Battle, enger, ja, enger, aber auch das Adjektiv, ja? Muss aufpassen, das geht zusammen. Also, mit enger, großer Terras, den 8, ja. Da sind wir schon beim Ning. Keller. Wisst ihr, was das ist? Keller? You know what I... Do you know what Keller means? Es gewisser Wesen, gewisser wie dir, Keller. Ja, Nabil, mit enger, großer Terrasse. Olivier, mit enger, großer Küchen. Ja, richtig. Fatja schreibt, den Ning mit engem, großen Keller. Nee, Sarah, der Keller ist nicht l'enfer. L'Arsoir mit einem großen Keller, tipptopp. Keller, la cave, the basement, no, Michel? Basement, ja, cave, richtig. Das Keller aus männlich, also mit engem großen Keller. Und dann haben wir noch zum Schluss den Zing, Stuf. Was schreibt er da? Zing, Matt, Stuf, also a schöne Nighthouse, Matt. Na, der sieht nach beim Ning. Merci, Michel. Ja, Nabil, mit enger, großer Stuf. Richtig. Mit enger, großer Stuf. Auch L'Arsoir, ja, Alexandre auch. Mulla, nee, mit engem, großer Keller. Keller aus männlich. Okay. Mit engem, großer Keller, mit enger, großer Stuf. Da weisen Sie die Lesung. Merci, dass ihr das gemacht habt. Also, ein schönes Neithaus mit einem großen Garten, männlich. Mit einer großen Küche, weiblich. Mit einer großen Terrasse, weiblich. Mit einem großen Keller, männlich. Mit einer großen Stuf. Und schon okay, sehr schlecht wird. Ein schönes Neithaus mit einem großen Haus, ja. Wird wie wir am männlichen. Okay. Nabil. Mit einer großen Stufe, ja. Also auch weiblich. Olivier, richtig. Mit einer großen Stufe. Vielmals merci für das Mitmachen. Bisschen Interaktivität. Und da kommen wir schon bei dem zweiten Teil. Vokabeln. Aber was tun ich erst das hier präpariert? Schon heute Morgen drüber gedacht. Tschüber. Ich weiß nicht, für was. Ich wollte heute mal dich über Tschüber schwätzen. Einfach so. Tschüber. Und da wollte ich ja auch der letzte Wikipedia mal enke vorstellen. Ne? Ich habe schon viel über der letzte Wikipedia geschwärt, aber ich meine schon erst nach keinem Artikel aus dem Wikipedia gewesen. Und ich bin ein riesiger Fan von Wikipedia. Also Wikipedia auf YouTube. Nonstop. Und zwar steht hier am letzten Bericht Wikipedia: Tschöberfauer, kurz Fauer, als ein großes Kirmes, die Ende August bis Anfang September
um Glossi, um Lampertsbierch an der Stadt Lützeburg gefeiert gett. Lachsoir freet mech, wisst du a gose Gart? Ja, Lachsoir, mat Tennis an enger Schwemm. Ja, also letzte Woche so ein Schwimmen vor, mir so noch nach vor, ein Kirmes. Ja. Die gefeiert geht. Also passiv. Und normalerweise fängt es Ende August an und dauert dann 3 Wochen. Wieso ein Franzose nach für Schwimmen vor? Der tue Schüler mal gesagt, ich weiß das nicht. Moje Bartol, ich schon nicht moje gesagt, ich schon direkt angefangen zu antworten. Moje Jerome. Moje Bartol, das ist gar kein Problem. Das ist gar kein Problem. Schon 42 Leute gucken, das ist ja Wahnsinn. Sarah schreibt, Jean Lavögle war der Pop von der Schubi vor. Ah, voilà, an Sarah schreibt von der Schubi. Von der Schubi, so so in Franzosen. Für als Schubi vor. Tu vas la Schubi? Den Amadou hier schreibt, April, April, ihr mischt, was ihr will. Mit der Meteo, ja. Also, das ist der Schöpfer. Und dann, auch noch am Wikipedia. Das ist ein Froh, die ich seit 1999 immer nicht Gestalt kreiert. Wo hier könnt das Wort Schöpfer? Wo hier könnt das Wort? Ich hatte nie den Internet für zu weisen. Hallo, probieren ich mal im Internet zu weisen, wo hier das Wort Schöpfer vorkommt. Ich hoffe, es klappt. Also, an Wikipedia steht, hier ein Nummer Schöpfer von der Platz, wo sie aufgehalten gehen, ass. Schöpfer war nicht immer um Glassi. Sie war. Vier drin inzwischen auch nicht. Und zwar um Schuldbirsch. Und der Schuldbirsch, den heißt halt Hellisch Geist Plateau. Und der Schuldbirsch, der war draußen der Stadtmauern. A l'extérieur de la Forteresse. Und aus Schuldbirsch als Schuldmiss gehen. Und aus Schuldmiss als du ein Schulbermiss gehen. Das ist eine Theorie, die ist aber nicht zu 100% sicher. Und ich auch schon andere Leute, andere Sachen hören so. Aber das ist so, was ich an Wikipedia fand. Siehst du, wie in Frankreich mon oeil auch mein Name? Nee, ich so ein Quatschen auch. Des prunes aussi, ce qui en français veut dire mon œil. Et en anglais, ça veut dire whatever. He's pulling my leg. Nabil sieht das Bild als zu klein, ich gesehen nicht. Es ist schon noch kein Bild, ich kann ein bisschen mehr groß machen. Aber look at Bild, Google Earth. Voilà, hier ist Bild. Richtig, du hast Bild. Und hier haben wir dann den Knödler. Und hier ist die Kathedrale. Und hier ist den Hellisch Geist Plateau. Sonst schon ein Stummes. Ja. Plateau Saint-Esprit. Volo Cité Judiciaire, also da wie heißt der. Ja, Alexandre. Quatschen noch oder am Englischen Bullshit. So, aber wenn ich das da richtig verstanden habe, da war die Schuhe vorher immer high. Weil den Hellisch Geist Plateau eben demnächst ernst geheischt hat. Wie hat die geheischt? Der Schuldbirsch. Well, high. Und Dono, weil die Schuhe vorher so groß ging, sie sind du mit der Schöbe vor Hai hineingeplündert. Du.
op de Glassie. Hij gezien de Ochtriesenraad. Nou ja, Strootbrek. En daar gezien de hij. Staat. En hij is dan rum. De Knödler, Kathedraal. En hij ganz am Eck. Do. Dat is een hellisch Geestplateau. Sie ist also von Hai, als sie geplündert, dohine. Wann ist das richtig verstanden? Bei den INL und Glassi, richtig. In der Pig's Eye. Das heißt also, mehr dürfen wir nicht mehr schreiben vor so. Mehr müssen wir so. Glassifauer. Ich meine eine Petition, dass man nämlich Schürbefauer soll, mehr Glassifauer. Und da fragt nie mehr jemand, woher könnt das Wort Schürbefauer? Voilà, Sarah, Glassielo. Das ist die Geschichte von der Schürbefauer. Ah, ich fand Google Earth fantastisch. Google Earth als genial. Nicht Google Earth. Ah, du hast Google Earth. Ich probiere mal, was geschieht, wenn ich die Google Earth oder wir die Leitung zusammenbrechen. Ah, da ist die Google Earth live. Könnt ihr schön drehen. Fantastisch. Start Lützburg. Von oben und dann am 3D. Wahnsinn! Ah, oh, wie schön, Lützburg. Wunderschön. Ah, war das nicht mehr geschieht. Bon. Ich hoffe, es hat geklappt. Nicht, dass der Computer zusammenbricht. Olivier! Woher kennt das Wort Glassi? Ah! Ah! Ich geh gackisch. Excellent. Fantastisch. Woher? Ja, woher? Woher kennt das Universum? Woher? Gibt bestimmt irgendeine Erklärung. Ich muss das gucken. Ja, Sarah schreibt, ob der Rote Brick sie viel suiziden. Oder ist das ein Urban Legend? Nee, ich meine, das stimmt. Leider. Lass war, Fred, gehst du alle Jahre auf die Schirbe vor? Das freut mich ja schon. Im Moment schon nach. Und dann, was hast du noch? Amadou schreibt, Feiercerie. Einfach nachher etwas Flottes, das finde ich witzig fand. Alexandre schreibt, das ist nur Goodbye, Fauer. Bis zum Corona. Basil fragt mich, kennt ihr Zara? Ich. Ja, Sarah ist bei mir, also ich von der Sarah ist bei mir in der Klasse. So, also das Geschichte von der Glassi vor. Woher kennt das Wort Glassi? Exzellent, ja. Analytische Puffro und Hi für ihr. Ich erkenne das Devon Schliff nach beantworten, die letzte Feierelsturm. Also Froh Nummer 1 ist, bist du letzte Sommer auf die Schirbe vorgegangen? Ja, das war so am August, letztes Jahr. Frage Nummer 2 ist, wie gehst du auf die Schirbe vor? Und Frage Nummer 3 ist, was für ein Spiel gefällt dir am besten auf der Schirbe vor? Na ja, dann sind wir mal gespannt auf eure Kommentare.
Michael schreibt, nee. Du warst nicht letztes Jahr auf die Schule vorgegangen. An den Friedle Monegask auch nicht. Ja, also wenn es nicht gegangen war, Friedle Monegask, dann warst du doch nicht mit dem Auto drinnen gefahren. Battle sagt, ja, ist sie gegangen. Samas Halle, nee, ist nicht gegangen. Amadou ist gegangen. Alexandre, ja. De Friedle Monegasque, was für Spiel gefällt dir am besten? Friedle Monegasque schreibt, Isse. Was tust du gies? Ob der Schöbefauer. Den Amadou as Mambus ob Schöbefauer gefahren. Mambus. Den Alexandre schreibt, ich bin mit dem Auto gefahren, mir etwas schwer, einen Platz zu finden. Ja, das ist das Problem. Dafür musst du den Bus holen oder Park and Ride oder du geht es da ein Navet, ja. Natalia ist mit dem Bus gefahren. Batol, ich bin mit meiner Kanne am Auto gefahren, ja. Zara ist zu Fuß durchgegangen. Fatja, ja, ich bin mit dem Bus durchgefahren. Domenico, ja, ich bin die letzte Jahr auf die Schule vorgegangen. Okay. Ah, dann habe ich nach. Ja, du hast nach. Okay, gesagt, was für Spiele gefällt dir am besten auf der Schule vor? Nummer 4 ist auch interessant. Mein Budget. Wie viel Sue geht dir auf der Schule vor aus? Ja, ungefähr, ja. Wann da geht. Nummer 5. Was findest du nicht so gut auf der Schirbe vor? Nummer 6. Hast du deiner Meinung nach das Jahr ein Schirbe vor? Also, lo. An. Was tun wir lo? April? Mai? Juni? Juli? A gut Feiermeint. Nabil schreibt, ich bin zu Fuß oder mit dem Bus durchgegangen. Sarah sieht, das Spiel mit dem Lift ist super. Das ist das gefährliche Spiel, weil so ganz sehr an die Luft geht. Oh Mann, da sind ich nicht drauf gegangen. Den Olivier schreibt, leider sind ich nicht durchgegangen, ich wohne zu weit weg. Mola Sissi schreibt, ja, ich bin letztes Jahr mit meinen Kanada durchgegangen. Michael schreibt, vielleicht ist Uber keine schlechte Idee. Ja, mit dem Taxi oder ja, Uber. Der wirst du schmengen. Der Friedle Monegas könnte 4,50 € ausgehen für den Parking. Das ist aber nicht viel. Oder etwas zu trinken. Der Domenico schreibt, dass es besser sein Auto bei de Bouillon zu parken. Ja, ist schon an der Monterey gestellt. Und da gehst du zu Fuß durch den Park. Das geht doch. Den Alexandre schreibt, und ich das richtig interpretiere, hier steht in einem Attraktionsspiel, also in einem Spiel, und du hast ihn sich übergeben. Wow, meine Story. Du hast ihn sich am Spiel übergeben, donc il a dû vomir. Ja, du. Throw up? Wie seht ihr denn dafür im Englischen? Und das hab ich gefallen, Alexandre. Ich schwätze von Erbrochenem. Ja. Wir sind dafür The Cuts. Den hört ob ich gekotzt. Oh, schrecklich. Sorry, Alexandre. Battle schreibt, ich hasse einen Schöbefauer mit Kanahundert gern.
De Fred Le Monégasque sieht, es sind zu viel Leute auf der Schirbe vor. Ja, hat sie ganz viel Leute das vor. Den Olivier schreibt, den dass man Flieger auf die Schirbe vorgegangen. Geflohen. Exzellent. Michael schreibt, ich fand das nicht so gut, dass die Schirbe vor zu Lützeburg schaffen. Wo soll sie das so sehen? Hallo. Axkin schreibt, je suis en train d'apprendre le luxembourgeois avec vos 15 vidéos sur YouTube, ils sont utiles, merci beaucoup. Il y en a 34 ou 36, il y en a beaucoup plus, ganz viele Lektionen. Luxico. Amadou schreibt, die sind das ganz teuer. Ja, das ist nicht böllisch, das war wahr. Dann Alexandre schreibt, Lift, wahrscheinlich. Zu viel Leute, Sarah muss lachen. Ihr nicht über Eis, also nicht ob ihr es gekatzt, mehr über ihr es gekatzt. Also das nicht ob ihr es gefallen. Nothing fell on you. Rien n'est tombé sur vous. Das ist ja positiv. Mola Sissi schreibt, Schöbefauer as. Da ja, alles ist da ja auf der Schöbefauer, ja. Nabil sagt, mir gefällt es nicht immens. Hallo, früher war besser. Ja, Michael schreibt, weil ich in Kalifornien wohne. Ja, das ist natürlich nicht so praktisch, gell, wenn dann auf der Schöbefauer. Darauf fehlt kein Norwert, da musst du Flieger holen. Basil schreibt, ich habe kein Suchen. Mit meiner Mama hat Suchen. Aber da musste man denken, Mama auf die Schöbe vorgehen. Battle schreibt, ich spiele nicht mehr mit den Knupp-Autoren. Knupp-Autoren. Das ist ein flotter Neologismus aus dem letzten Beispiel. Ich hasse die hey Spieler. Ja, ich bin das letzte Jahr mit ein paar Schüler, Schülerinnen durchgegangen. Schöne Bonjour und Linda, Gabi, de Joseph, wie war nochmal? Ja, Tanik hat aufgesucht. Auf war flotten Abend, wir waren auch die Jure für Drunenke ja da hin. Es gibt sogar auf YouTube einen Clip, wo ich um Riesenrad, Bumpercars, richtig, Knubbaut tun. Um Riesenrad und ich ein Interview gehen. Könnt ihr gucken. Das ist schon lange hier. Am Riesenrad. An Loden 6 wird einfach nach Krieg geantwortet. Als deiner Meinung nach das Jura eng Schöbe vor? Was meint ihr? What do you think? Qu'est-ce que vous en pensez? Will there be a Schöbe vor this year? Es gibt auch ein Schöbefauer cette année. Ferris Wheel, Lachsoir, ja. Und schon ist Orlo noch nicht der Wikipedia-Artikel gewesen. Im Moment. Wie geht das? Von Stadtolo so ein, als wenn er mich nicht gehen. Alle. Alle machen so. Da sieht auch alles. Oh, die Lebenstechnik. Alexandre, Biergarten ist flott, weg zu München. Ich muss ihn aber frei reservieren. Ja, das ist wahr. Eigentlich war ich mit meiner Großtante auf die Tür bevor. Mit einem gebackenen Fisch gehst. Und nicht schon mein Thüringer mit Fritten gehst. War ganz gut. Also in der pure Flotte, so der Restaurant. Ich war ganz zufrieden. Mit dem gebackenen Fisch ist natürlich auch gut. Ja, also heute den Artikel an Wikipedia, die Schöbe voran, oder die verschiedenen Rubriken. Und heute das Foto mit dem Riesenrad. Der gebackene Fisch oder der gebackene Fisch. Ein Überblick vom Riesenrad. Du siehst dann hier oben auf der Kirchbirsch.
Lemmy, das ist ein Maskottchen von der Vor, und ich noch nicht kannt, aber das ist so egal. Ich kenne doch nicht alles. Und dann eben auch da flott Informationen über Turbo Vor. 180 Geschäfte. Am Vorhang, das sind die, wo dann da hier Buden abrichten. Und oder auch Literatur über Türbefauer. Und sogar den Hemmelsmarsch. Es gibt sogar eine offizielle Seite. Naja. Das ist alles am Wikipedia. Und ich kopiere das dann hier. An den Chat. Könnt ihr daheim nein, kann nur lesen. Dann bin ich auch, ich hoffe, es geht ein schöner Feuer des Jahr. Und Sarah schreibt, ich hoffe noch, es geht ein schöner Feuer für den Coronavirus zu vergessen. Der Sally schreibt, Moje Kassem. Michael schreibt, ja, mir erreicht nur eine Impfung. Olivier schreibt, es geht ein Glossis vor. Der Nabil schreibt, vielleicht just für pur dich. Oder wie am Supermarché. So 10 Leute, und die gehen dann ob vor. Und dann, up, die nächsten 10 Leute. Und dann die nächsten 10 Leute. Lalalalalala. Geckisch. Michael schreibt, ich will ein Grillwurst. Ja, mit der von dem Thüringer Sohn. Ein Grillwurst. Du hast recht. Ja, Alexander, das ist Joa, ist sächlich. Mola schreibt, das Joa wird kein Schöbefauer sehen, wenn es dem Coronavirus. Ja, das ist immer dann logisch schon. Ne? Das wird traurig, mein Bon. Doktor war so aufgesucht. Doktor von Stadt, aber der für keine Leute an Kathedrale gehen. Boah, dort Sprachpräzision, mein Joch. Was auch nicht mehr. Ich weiß, es sind so viele Sachen, die am Moment aufgesucht gehen. Ne? Man muss in all daheim bleiben. Battle schreibt: Thema für heute ist ganz flott. Ja, schon mal etwas über die Schöbe vor. Machen, für auf andere Gedanken zu kommen. Und, ja, muss ich aufwarten, was geschieht, nicht geschieht. Viele Sachen am Moment, die aufgesucht gehen, noch Sportevenemente, kulturelle Evenemente. Ich meine, noch so eine Europameisterschaft am Fußball, an eine Olympiade, lauter Sachen. Das ist ja schrecklich. Voilà. Und ich gucke, Dauer, oh mein, das ist schon am Ningauer. Ein ganz Sturm. Und da fährt jetzt Leute nachgucken. Super. Wie gesagt, dir fand wichtig, Linken für Lützburg zu lehren auf meiner Internetseite bonjour.lu. Hi, bonjour.lu/mp3. Du kriegst ein gratis PDF-Broschüre. Exercice.lu, quizlet.com, lod.lu, Lützburg Wikipedia. Hi, sind meine Kontaktadressen: luxdico@gmail.com. Ich bin auf Facebook, auf Twitter, auf YouTube natürlich. Merci, dass ihr so gut matt geschafft habt. Mein Videochat von der Hai am Archiv. Und das all der oben so mehr Dauer. Das heißt, heute ist Mittwochs. Gehen Sie ein Rendezvous für mich. Auch in meinem Atelier-Workshop. Bis morgen, bleibt daheim. Schönen Abend, schöne Ostervakanz. Gute Nacht, guten Morgen. Ja, das finde ich dann schätzweise gut mit 2D, mit 2T, a gute mit 2D, wenn er einen Silpan drucken. Was schreibt er nachher? Fredle Monegas, schönen Abend, bis morgen. Merci, Fred. Merci gleichfalls, ja. Lachsois, merci Jérôme, merci, dass ihr kommen seid. Hein? Battle. Es sind traurig. Für was das geschieht?
Kein Wesen. Eddie Natalia, Eddie Olivier, merci Nabil, gern geschieht, Amadou, große Merci, abismoi. Au Alexandre, Eddie Sarah, Eddie Battle, au Michel, au Fanny, au Barbara, Eddie Ismaël, au Olivier. So viel Leid. Mal gucken, was ich moi präpariere. Giselle schreibt, ganz flotte Workshop. Workshop aus männlich. Vielmals merci, dass es gern geschieht. Eddie, erscheine Novent. Merci für alles. Domenico, bis morgen. Jerome, bleibt gesund. Bleibt gesund, nicht Gesundheit. Gesundheit ist Substantiv. Bleibt gesund oder ich wünsche dir ein gut Gesundheit. Muller schreibt, ich hätte gerne lehren, so, du bist die Beste. Merci, Muller. Also, ich lehre gerne so. Ich hoffe, dass du das willst so. Das ist ein Atelier-Workshop. Aber normalerweise, also, wenn die Kurlore aufhängt, da schaffe ich mir immer ein Buch. Gell? Ich weiß dir, letzte Woche, Niveau A1 und A2. Voilà. Merci. Passt auf ihr Job. Au revoir.